Seid ihr mein Spiel ruckelt. Seid ihr wieder einfach weitergefahren? Hast du ja, sind wir. Julian? Ja, mein Spiel ruckelt immer noch. Das geht jetzt nicht so schnell wie beim Carsten. Halt mal ein bisschen Karte frei. Seid ihr abgefahren oder so? Nee, hier nur auf die Raststätte ein bisschen. Okay. To show the card, because of reviewing this thing hier und so. Ja. Oi, 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 oi. Ah ja. Das muss so. Also mit meiner Beleuchtung erhelle ich irgendwie den Nachthimmel, man dürfte mich sehen. Wenigstens deine Beleuchtung helle. Böse. Ach, F war ja gar nicht Fernlicht. Scheiße, ich hab jetzt den Warnblinker. Boah, ist ja traurig. Das ist aber schlimm. Er ist nämlich die Türen aufmachen. Alter Schwede, also ist jetzt echt ein Drama. Zu schlackernden Türen erlang fahren. Ist ein Drama. Nee, wegen Tee und Türen aufmachen. Ach so, nee. Aber Alter, du bist aber Mario, ganz schön Mario, hell. Mario, es gab ein Update. Ja, ich weiß, mit Tee kannst du jetzt die Türen aufmachen. Ja. Deine Mutter macht mit Tee die Türen auf. Eine Titte. Nee, die benutzt die Klinke, aber ist okay. Aha, welche? 3,5? Nee, 5,5. 5,5er Klinke. Ja, wie meinst du an einem guten Audio-Interface? Die Musiker-Klinke. Boah, ihr seid schon so weit vorgefahren. Du, Carsten, halt so ein bisschen. Ey, kann es sein, dass die Straße hier nicht auf der Karte auftaucht? Carsten, du Carsten! Da bin ich jetzt ganz vorne, oder so? Ja, die ist irgendwie ein bisschen abseits. Ein bisschen die ist arg. Irgendwie nicht... Nee, die gibt es gar nicht. Hör mal, sag, bin ich jetzt ganz vorne oder so? Ja, du, minimal. Das bin jetzt an der Tanke, an der Rastetanke da vorbei. Rastetanke? Ja, was denn? Es gibt eine Raste und eine Tanke. Danach. Ja, sowohl als auch. Ah, guck mal, da vorne steht irgendein LKW oder Pferd gerade so. Der nichts geladen hat, das ist Josh. Ich hab was da. Ja, ich sehe das nur nicht, weil ich das Schwerlastding scheiß Drecks da nicht hab. So. Ach so. Das war der Carsten, das war der Josh. Der Schwerlasting scheiß Drecks gedöns. Ey, hast du was gegen das High Cargo Power Pack gesagt? Nein. Mario, man fährt nicht über den Standstreifen. Ja, der hat aber auch nicht der Junge. Und macht die scheiß Funzel aus. Nein. Ja, der Carsten hat die auch, aber ich finde das eigentlich ganz dekorativ davor. Das ist. Ja, ne? Find das du musst auch ja wissen, wo es lang geht. Das erhöht so ein bisschen die Videogröße. Aber du bist doch kein Pacecar. Wenn die Videos so klein sind. Merkst du gar nicht mehr, dass du überhaupt hochlädst, wenn alles schwarz ist. Macht so Schwupps. Ja. Aber Josh, du bist doch bei deinem Livestream auch im Dunkeln gefahren. Außerdem ist im Dezember-Stream. Außerdem ist es Weihnachten. Es gibt aber auch noch einen Weihnachtsstream, der vor einem halben Jahr, also und vor 15 Tagen war. Guck mal, wir haben Weihnachten war. Und wir haben keine Lichterketten, also machen Carsten und ich hier die Rundumleuchten. Weihnachtsstream war das? Ja, es gibt einen Weihnachtsstream am 23. Echt? So viel Zeit hast du? Oh, cool. Ja, nee, musst du da nicht noch Geschenke einpacken oder so? Du, Carsten, aber ich hatte keine Zeit, eine Weihnachtsfolge zu drehen. Das war so die. Ich hab auch dass keine. Du das sagst, dann gucke ich da vorbei. Wenn die Leute hier die Folge sind, ist der Stream längst vorbei. Und ziehen schon wieder alle drüber her. Das war ein Scheiß-Stream gewesen. Bei Josh-Streams zieht doch keiner her. Nee, die guckt aber auch keiner. Nein. Nö, 200 Leute guckt keiner. Ja, 200 von 7000. Geil. Das meinte Josh damit mit keiner. Also Leute, ja, aber das ist normal. Das ist normal. Ja, mal guckt ja wie Zuschauer wie Abonnenten. Ja, eben. Ja, hast du wenn, nie. Wenn ihr die 1000 Zuschauer knackt, dann schickt ja Josh eine signierte Boxershorts. Nee, ich schick nur signierte Prosi-Karten in der Gegend rum. Achso. Aber die muss ich das nicht mal wenn ihr irgendwo abfahrt, ne? Nee, wir müssen nur bremsen. Übrigens, der James hat seine Prosi-Karte bekommen, hat er letztens gesagt. Gut, dass er das euch gesagt hat. Und nicht dem, der bangt darum, dass er nicht angekommen ist. Das ist gut. Die ist angekommen. Das ist gut. Ich will auch eine Prosi-Karte. Mario, die gibt es das nächste Mal, wenn ich euch, keine Ahnung, in das Badisch Brauhaus einlade, wenn ich hier Geburtstag habe. Ah, Badisch Brauhaus. Badisch Brauhaus, ja, nochmal. Ja, hier abfahren, glaube ich, gell? Abfahren. Abfahren. Hä, ich bin gerade bei der Mautstelle. Ja, aber hinter der Mautstelle abfahren. Also irgendwie. Ach, da kommt tatsächlich eine Straße runter, interessant. Hä, so. Ich habe ab dem 30.01. hoffentlich alle Prüfungen rum. Da fange ich gerade an. Und hoffentlich auch bestanden. Nee, ich 23. und 25., 27. und 30. und Autsch. Wenn ich die alle bestanden habe, dann, dann ist das gut. Dann gibt's Party. Rechts runterfahren, ne? Rechts runter. Dann gibt's Party. Josh, die wird dann wieder hässlich. Was ist mit Josh? Ja, du kamst mir nur verdächtig nah, aber ich habe gute Reaktion. Hast du was dagegen, wenn der Josh dir nahe kommt? Naja, das kommt drauf an.
pick ich eine worauf denn? Seid ihr nochmal abgefahren? Ja. Ja, da. Also während du die gerade trägst, signiere ich die dir nicht. Nein, 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 ich will ja eine signierte von dir dann. Also nicht Ach von so, mir. Eine getragene Unterwäsche von Schnabi oder was? Ja, nehme ich auch. Schnabis Unterwäsche. Oder ein Foto von Schnabi in Reizwäsche, so. Was denn? Du bist versaut. Ach, wir sind schon in Toulouse. Ja, wir sind doch schon in Toulouse. We've got nothing to lose. In Toulouse. Bei den Schlüpfen gab es mal einen, der hieß Toulouse, das war ein Künstler. Mhm. Fun Fact. Ui, toll. Marius Fun Fact, jetzt regelmäßig im BTS Let's Play. Ja. Kommen wir nun zur Kategorie Marius Fun Fact. Da müssen wir aber demnächst, müssen wir da vorher so Fun. Hat jemand so ein Audio-Ding mit, dass er das irgendwie in den Teamspeak einspeisen kann? Ich kann nur ganz langsam fahren. Warum? Weil ich wir in der Stadt sind. Schon an der Firma. Wir haben eine Arbeitsagentur entdeckt. Das ist ja cool. Ist toll, Mario. Hat was, ne? Oh. Ja, total. So, aber wenn wir dich nicht hätten. Geh mal, bring mich Werkstatt, ne? Ja komm, wir machen mal Mittel. Machen mal Mittel, Carsten. Sonst ja, das dauert das wieder ausgehen. So lange und so und jetzt fährt der LKW nicht. Ja, ich mach Mittel wegen halt Maussteuerung. Ich hänge auch garantiert irgendwas da dran. Genau, mit Mittelweg ist dann Maussteuerung. Leuchtet dem Gas nochmal sein. Ja, leuchtet mir mal den Weg. Mai, willst du irgendwo hin? Ja, zur Werkstatt, bitte. Willst du hier durch? Ja, bitte. Oh, da war ich zu schnell. Pech gehabt. So, absatteln. Wenden. Ah, was? Wo ist denn bitte dein Absattelpunkt? Dankeschön. Das ist aber low Bob. Ich komm mit zur Werkstatt. Dann folge mir unauf. Ich hab ja gesagt, ich mach den mittleren. Der ist halt also nicht das so. Ist ja schon, das ist ja nicht mehr mein Mittel, das ist ja schon, also. Pupelala. Aua, ich wo muss man jetzt nochmal hin? Nach Marseille. Ah, Marseille. Ja, hab ich nix. Dann muss ich so mitfahren. Hab ich nix. Obwohl, ich könnte jetzt wieder bis zur nächsten Stadt nach Montpellier. Ach, nee. dann fahren wir aber straßenfrei. Genau. Ach, denn, oder? Das machen wir dann. Ihr seid da doch genauso geil drauf. Ja, ja. Gebt es doch einfach zu. Straßenfrei geschaltet. So, ich kaufe mir jetzt erstmal hier die Werkstatt. Ja, dann kriege ich nämlich, auch immer solche ich kaufe mir die Werkstatt. Errungenschaften auf Steam. Du meinst Steam. Die Garage? Ja, sag ich doch. Garage. Le Garage. Du sagst ja auch nicht Blamage. Oder Le Garage. Ja, das ist dann, wenn den Schinken schön... Ja, genau, Le Garage. Wenn dann ein Schinken gekocht, gekochter Schinken. Schatz, bring bitte vom Einkaufen einen Le Garage mit. Was? Einen Schinken, Kochschinken, Le Garage. Einen vorzüglichen Hinterschinken. Also wenn uns Franzosen zugucken, danach nicht mehr. Die haben schon bei der Anmod abgeschaltet. Ich glaube. Und es gibt vielleicht noch so ein paar hartgesottene. Also jetzt Marseille. Hart. So, Wartung. Marseille. Ich muss nur hier rein, ich wende nur. Oh, die Jürgen, sein Trailer sieht aber cool von innen aus. Cool, ne? Ist sogar ausmodelliert. Cool. Und der hat auf der anderen Seite sogar einen Wo Mesh. Musst du denn hin nach Marseille? Tradur, ich weiß nicht, ob es da gibt. Ich muss mal kurz gucken. Ich glaube, ja. Williams Transport, das ist da einmal an der Tanke. Einmal kurze Karteangabe, wie heißt das? Ich finde Marseille Williams schnell. Transport. Innenstadt, ist das links. Ah. Ist das Innenstadt? Ich muss vorher. Willnet. Ja, wo musst du denn? Ja, halt Willnet. Ich muss vor dieser... Das ist die BHB. Genau. Cool. Dann fahren wo wir auch mal hin. Wo ist denn die BHB? Geil. Das ist diese extra Seitenstraße vor Mit zwei Marseille. Tankstellen. Genau. Boah. Ach, da. Geil. Ja. Das hat da ja schon was. Also dahin und dann... Wer muss jetzt wohin? Dahin. Erstmal BHB. Ey, Alter, warum macht der... Achso, der macht das Lyon. Falsch rum. Interessant. Ah, BHB, das ist doch schon am Kartenende von Marseille. Da unten geht's gar nicht weiter, ne? Ah, oui. Ja, da müssen wir umdrehen. Da ist dann die Stallküste. Ja, die und du musst wohin, Julian? Da muss ich hin. Und der Josh, der da muss in er die doch Innenstadt hin. Von Marseille. So, können wir jetzt mal los hier? Wohin in die Innenstadt? Das ist egal. Das stellt ihr euch alle so einfach vor mit dem Losfahren.
Ja. Das ist anspruchsvoller, als wie man denkt. Du musst in als wie wenn man. Du musst in die Innenstadt. Ich mach einfach mal bei Innenstadt, mach ich einfach mal Werkstatt. Aber mach mal Innenstadt. Oh Gott. Was ist denn jetzt schon wieder? Josh hängt fest. Nee. Doch. Nee. Doch. Also wenn jemand nicht festhängt, dann ich. Warum bist du dann nicht weitergefahren? Oh, Julian, könnte irgendwie an dir liegen. RO 404. Ja, file not found. Ja, file for the out of bound exception. Carsten, was tust du? Danke. Ich hab mir gedacht, ich tanke hier mal in der Stadt. Dankeschön. Dankeschön. Hatte ich einfach mal vor. Ist zwar noch nicht leer, aber... Das ist ja Esco, das ist doch die aus ATS, oder nicht? Weiß ich nicht. Die ATS-Tanke hier, ne? Tanken ist eine gute Idee. Stopp, ich will auch tanken. Das ist eine ATS-Tanke hier. Ja, meine Frau hat gehustet. Schatz, huste leiser. Gesundheit. Gesundheit. Ja, weil man das auch sonst immer... Beim Husten sagt man das auch? Gesundheit? Nein, aber ich finde das... Ich finde das bescheuert, dass man das beim Niesen sagt, aber beim Husten nicht. Nee, beim Niesen sagt man eigentlich derjenige, der niest. Wenn du erkältet bist und hustest, Entschuldigung. Dann bist du auch hier. Stimmt, das ist der neue Knigge. Wenn wir das aber echt so tun, das können wir, glaube ich, Ja. Er ist voll leise hier drin, das ist voll gut gedämmt, das Ding. Das heißt, er kann echt voll laut schreien im LKW. Actros ist klasse, ne? Boah, das ist die optimale Aufnahme. Ja, deswegen fahren wir das Ding ja auch. Was optimale Aufnahmezimmer, so ein Actros. Guck mal, der Julian hat die Ampel kaputt gemacht. Deine Mutter hat die Ampel kaputt gemacht. Ja, weil sie es von deiner Mutter gelernt hat. Hallo Carsten. Hallo Julian. Junge, so, zweispurig. Kaputt, nur wenn's nicht so eng nehmen da. Da hat das Beinchen gehoben. Oh ja. Geh Carsten. Da weg. Ja, du bist mir zu eng rangefahren. Ich konnte wirklich nicht. Ich bin schon wieder kaputt. Ja, ich auch. Jetzt fahr weiter und heul nicht. Heul nicht. ja. Blitzlicht, Gewitter, Fliegen. Du bist echt 60. Mario. Paparazzi. Mario. Paparazzi. Aber gleich hast du kein Fernlicht mehr. Wie schraubst du mir das ab, oder was? Ja. Während so, mal gucken. Ich schraub dir die Birne raus. Ja. So, und dann nehme ich mir dein LKW vor. Also, wir sind gleich wieder abfahren. Das ist ja super. Ja, ich verstehe die Kreuze da vorne nicht. Richtig? Montpellier. Ja, da. Wir müssen einfach rechts abfahren. Nee, die Linke. Nee, eben nicht. Eben rechts. Nee, eben nicht. Oh, du kannst gerne rechts abfahren, wenn du möchtest. Ja, tue ich jetzt. Ja. Mach das. Dann sei woanders. Hat er getan, hast du nicht gesehen? Siehst du, ich fahre nämlich jetzt rechts. Komm ich jetzt ins Fernsehen? Ja, kommst du. Nee, das kommst du nur mit einem Loop. Ja. Und auch nur wie viel. Ja, eben. In der Internet. Das Internet? Hast du den Telefonslang, Carsten? Ja. Bei Josh und Luisa haben an dem Samstag einen Privatloop bekommen. Oh, toll. Ja. Das ist aber nett. Ja, toll. Aber sie haben einfach nur ich und mein Holz haben wir zusammen gemacht. Oh toll, ich möchte hatte das noch auf der Loopstation gespeichert. Ich möchte gerne Loop mit meinem Namen. Ich und mein Carsten. Heute der Simulant, der Simulant. Ja, so in der Art. Der Simulant. Ich und mein Carsten. Beim Carsten kann man voll gut die Videos schauen, denn da ist. Ja, bei mir gibt es ganz viele exklusive Inhalte. Mhm. Ja. Wie zum Beispiel Funzel. Ja, Funzel. Hallo Josh. Hey, yo. Ah, ja. Das ist normal so. Das muss so, ne? Ja, das muss so. Das ist Qualität. Das haben wir auch gemacht, als wir besoffen waren. Ach, hab ich jetzt gar nicht so gedacht. Wir haben nur Milch konsumiert, hatten das eine Mautstelle. Wir haben Milch getrunken. Ganz viel Milch. Nee. Und der Josh sagte immer, und ich zitiere, oh, der Bus fährt so schnell. Ja, das ist so ein komischer Facelift da. Was? Was? Facelift ist doch nicht komisch.
Aber ich finde die Stadtface voll komisch. Ich bin heute. Die haben irgendwie so komische weiße Facelifts aufgekauft mit so Stadtausführungen. Und die mag ich nicht. Warum nicht? Ja, weil der Überland ist. Der Josh ist ein Überlandmensch. Ich bin hinter der Hintertür gesessen. Und das hat gezogen wie Hölle an diesen beschissenen Innenschwenktüren. Quatsch. Ja, weil es Innenschwenktüren. Ich hab voll das kalte Bein bekommen. Quatsch. Weil der Josh erkennt die Dinge halt nicht in Stadt. Nee, das ist voll kalt geworden, weil er die Tür so schlecht zugelappt ist. Dann habt ihr aber ganz komisch aufgekauft, weil normal sind die gut zugelappt. Also so ein recht neuer Facelift. Ja, dann habt ihr irgendwas damit falsch gemacht, weil normal sind die Türen gut zugelappt. Dann habt ihr den kaputt gemacht. Also ja, Josh, nee, den haben wir ja aufgekauft. Wer sind Ding verkauft? Recht neu ist wie gut geschminkt, ne? Aber wenn der Lack erstmal ab ist, ne? Also da war einfach nur weiß.